die Leute köpfen soll und ist nicht informiert. Das ist ja desperat, das ist ja desperat. Drum habe ich hier im Voraus mir so manchem ausnotiert. Und dem wär gar nicht schad, und dem wär gar nicht schad. Fürs Erste kämen all die wilden Schalkenfenster dran. Die hasse ich aus Herzensgrund, weil ich nicht tanzen kann. Auch wer ein Grammophon besitzt mit einer Platte nur und diese eine Platte spielt von 12 bis 19 Uhr und dann die Weiber, die den Mann ruinieren durch Putz und Staat, und die ist gar nicht scharf, und die ist gar nicht scharf. Die Schwiegermutter dieser jungen Ehe Frieden stört, die köpft sich separat, da kenne ich keine Gnade. Der Denunziant, der hinterbringt, was im Vertrauen erhört, und den ist gar nicht scharf, und den ist gar nicht scharf. Den Würdenträger, der mit Würde Geld für alles nimmt und dieses Schmiergeld noch dazu nach Tarif bestimmt. Die Herren, die im Reichstag ganz gemütlich schlummern ein, und wenn sie etwas sagen sollen, dann sagen sie ja und nein. Und wer beim Staat als Kiewitz immer kommt mit falschem Rat, und den ist gar nicht scharf, und den ist gar nicht scharf. Die hochmodernen Maler, die so malen, als wär man blind, die köpfen sich ohne Glas, ganz ohne Apparat. Das Wasser malen sie dunkelrot und grün ein blondes Kind, und die wär gar nicht scharf, und die wär gar nicht scharf. Die Komponisten, die ganz frech den Schubert annexieren und aus den Trovaduren den neuen Foxtrot komponieren. Auch wer den Hamlet spielt im Frack, den Karl Moor im Fett und sterben lässt den König Lear in einem Messingbett. Den Regisseur, der sich noch rühmt, ob solcher Missetat, den köpfe ich ohne Gas, den köpfe ich ohne Gas.